Hallo und herzlich willkommen zurück zum Minecraft Explorer. Ja, was mache ich jetzt hier eigentlich schon wieder? Da frage ich mich auch die ganze Zeit. Aber Quatsch, ich habe jetzt hier geht's runter, hier ist die andere Seite. Ich habe jetzt ein bisschen was ausgebaut. Wieso habe ich das gemacht? Das werdet ihr gleich sehen. Nämlich, ich baue hier, da seht ihr, Sand rein. Und wenn ich Sand hier reinbaue, kann ich auf dem Sand natürlich, wenn es klappen würde. Ach so, klar, es klappt natürlich nicht, weil hier noch was ist. Kann ich Kakteen drauf machen? Ja, ich kann sie sogar stapeln. Gut, wäre es jetzt ein Grund zu finden, weshalb die. Genau. So. So dürften die Monster nicht hier lang laufen. Glas habe ich auch mitgebracht. Ich werde euch gleich noch zeigen. Ich habe noch Wasserquellen bei mir. Also daran soll es nicht scheitern. Ja. Ich mache das mal nochmal weg. Aber dass ihr schon mal seht. Gut. Hier wird dann anschließend oben Kakteen rumlaufen. Oh, wow. Und hier wird dann alles voller Glas teilweise sein. Ich muss mal kurz meine Eimer befüllen. Und dann müsste es auch klappen, wie ich es mir vorstelle. So, hoch mit mir. Und ja, zweiter Eimer. Beide befüllen. Jetzt sind wir glücklich. Und hier lang. Hier rauf. Gut. Und dann Glas. Nämlich. Obwohl, wie machen wir das am besten? Ich überlege gerade. Lass mich mal kurz überlegen. Müssten wir ein bisschen höher machen. Nein, hier werden wir, damit wir nicht so viel Glas verbrauchen, Stein nehmen. Und ich werde mal gucken, was passiert, wenn ich hier. Hier haben wir eine stille Wasserquelle. Unbedingt das, was ich wollte. Was passiert, wenn ich noch einmal tiefer schlage? Das wird ja hier zu Glas werden. Dann werde ich eh alles aufschlagen müssen. Will ich, dass hier ein Monster reingeht und sich dann hier erfreut darüber, dass er hier eine sichere Stelle hat? Nee, 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 nee. Soll es nicht sein. Es muss ihn schon ungehagen kommen, wenn er hier lang geht. Deswegen auch die Kakteen. Aber wir können erstmal weitermachen mit denen. Wir bauen hier nochmal eins weg. Wir bauen das an sich hier weg. So, Sand. So. Okay. Jetzt wurden wir vom Wasser getrieben. Hier rein. Genau. So. So nochmal. Hier rauf. Und. Ja. Autsch. Das wollte ich nicht. Lasst mich wieder hoch. Gut, zum Glück können Zombies ja nicht schwimmen. Haben nie Seepferdchen gemacht oder sowas. Insofern haben wir da Glück. Und ja, ich würde mal sagen, hier Kakteen noch hin. Na, so einmal und zweimal. Und ja, dann müsste hier noch mal. Kommt mal hier Glas hin. Das könnte ich eigentlich langsam mal wieder hier zustopfen. So. Soll eh eigentlich keiner runter. Na gut.
Gut, hier ist Glas. Genau, hier kommt es dann alles raus. Deswegen werden wir hier nochmal kurz Steine mitmachen. Und wir werden hier nach und nach ein bisschen was abbauen. Und mit den Löchern muss ich noch schauen, wie wir es machen. Ob die Monster, muss ich mal gucken, ob die Monster dann immer stehen bleiben dort an der Stelle. Oder ob sie... Ach, ich vergaß. Ich vergaß. Stimmt ja. Ich bin ein Trottel. Wir müssen der Stein hier übrig lassen. Also nochmal kurz. Hoch. Uns des Lebens erfreuen, dass hier Kakteen rumschwimmen. Nämlich an einer sicheren Stelle. Okay, und Sand hier hin. Kakteen hier hin. Ja, ich weiß, es tut weh. So. Okay. Hier drunter darf ich natürlich jetzt nicht wegschlagen. Das habe ich mir gemerkt. Und ich werde mal hier nochmal kurz Licht machen. Damit ihr was sehen könnt. So. Und hier kann ich was runterschlagen. Hier kommen dann überall Glas dazwischen. Hier kann man das schon machen. Ja, wir können das schon machen. Wir müssen bloß dann anschließend Glas hier zwischenbauen. Weiß nicht, klappt das so schnell? Ha. Okay, das kann ich gleich nochmal machen. Ja, kurz mal offscreen und dann mache ich das, dass ich dann Sand auf Glas mache. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und wie ihr seht, habe ich gerade schon wieder einen Fehler gemacht. Ja, das passiert, wenn man die Tasten zu fleißig drückt. Gut, ich zeige es euch nochmal von oben. Kann ich euch gleich mal zeigen, wie ich es gemacht habe. Ich bin hier hochgegangen. Da. Allzeit bekannt. Und da bin ich hier. Ja. Hab mal kurz Sand hier drauf gemacht. Und war glücklich, dass ich hier auch Kakteen drauf machen konnte. Gut. So, jetzt haben wir auch kein Problem, dass der Sand runterfällt mehr. Das ist schon mal schön. Ich mache es auch schon mal hier nochmal weg. Damit alles ein bisschen gleichmäßig aussieht. Dann werden wir hier mal das wegmachen. Ich hoffe, dass nicht so schnell. Ich muss mal gucken. 5 ist die Taste hier. Zu schnell als entgegenkommt. Oh, da war jetzt der Sand. Naja, egal. Das werde ich jetzt nochmal mit Glas machen. Ihr seht, das Wasser geht hier schön runter. Das ist also die Monster, die hier sind, werden ja alle runtergezogen. Und dann, ja. Müssen wir das hier mit den Öffnungen mal gucken, wie wir das am besten machen. Ich werde jetzt mal hier alles öffnen, soweit. Müssen wir nämlich machen, damit auch wirklich alle Gegenstände. Obwohl, eigentlich brauche ich das gar nicht machen. Denn, wie tricky, so tricky wir sind, werden wir hier ein bisschen Strömung machen. Obwohl, das hat jetzt gar nicht geklappt. Wie war denn das? Wir müssen hier eine Strömung erzeugen. Damit wir nicht hier die Gesamtfläche zu hierher kommt, müssen wir... Können wir das so machen? Ich überleg gerade mal. Kleinen Moment. Jetzt mal mit Sand ausfüllen. Ha, toll. Nein. So. Und hier das letzte Mal. Gut, und dann werden wir versuchen, Strömungen zu produzieren. Wir haben 2 Wassereimer noch zur Verfügung. Dann werden wir eine Strömung... So, wir werden mal hier ein bisschen vorsorgen, noch eine Zwischenwand ziehen und hier ein bisschen abbauen, auch wenn uns das Licht dann wieder verloren geht. Mal kurz so machen, Licht hier ran. So.
So, aber ich denke mal, es dauert nicht mehr lange, da haben wir die Falle fertig. Hier ist ja schon mal die Funktionalität ist gegeben, die werden runtergezogen, da sind nochmal Charaktere, die durch den sie Schaden bekommen. Also falls sie sich versuchen, so Rollen zu retten irgendwie. Gut, das haben wir jetzt auch nochmal gemacht. Und jetzt haben wir so eine Art Zwischenbereich machen. Gut, und jetzt strömt einmal hier lang. Und einmal da lang. Und hier ist die Mitte. Und von der aus müssten wir versuchen mal zu öffnen. Genau, so wollte ich es haben. Hier geht alles lang. Und jetzt müssen wir mal schauen, wo wir das hier alles wegmachen. Hoffe ich, dass wir das alles in die Richtung strömen bekommen. Na, hier bleibt noch ein bisschen hier an der Seite was hängen. Also in dem Bereich bleibt noch was hängen. Also wir haben nur drei. Ja, ich werde noch ein bisschen hier weiter ausbauen. Kurz mal hier zumachen. Aber dass wir wissen... Oh, jetzt habe ich... Nee, strömt hier. Die drei Bereiche, da treffen sie es aufeinander. Deswegen werde ich die mal kurz mit Fackeln platzieren. Und ja, da müssen wir das machen. Das ist nicht so problematisch. Drei Bereiche. Am liebsten würde ich die noch irgendwie eindämmen. Ich will nämlich nur, dass es eine Wasserschnur ist. Wasserschnur sage ich schon. Eine Wasserspur, aber ich denke mal, das wird auch so klappen. Nur hängt sich hier ein bisschen. Hier haben wir irgendwas. Ja, ich sehe schon. Die Wasserquelle funktioniert hier nicht so ganz, wie ich will. Ich probiere es mal aus mit... So. Aber jetzt ist hier Stillstand. Auch nicht ganz, was ich wollte. Ah, ich weiß, was ich mache. Nämlich von hier aus. So, genau. Aber jetzt habe ich leider im Feld noch zu viel. Gut. Es kommen nämlich nicht nur drei, jetzt sind es fünf Flächen. Die leider durch Wasser zu sehr in Mitleidenschaft gezogen werden. Oh, hier ist noch. Gut. Das müssten wir aber nochmal machen. Wir machen das nochmal eine Verengung. Das klappt soweit. Ich denke, das wird klappen. Ja. Holen wir uns nochmal Wasser. Machen wir es nämlich wie vorhin. Nur, dass es jetzt hier 5 rauskommen und dann kommt es hier an der Seite. Ja, ich hab die Idee. Mein Gott. Das wird alles funktionieren. Das wird super funktionieren, sage ich euch. Schnell Wasser füllen. Will ich nicht noch, dass es klappt. Und. Ja. Sich darüber erfreuen, dass wir es jetzt momentan ein bisschen eng hier haben. Aber okay, werden wir schon bekommen. Komm, ein bisschen schneller. Letzte Folge haben wir ein bisschen wenig gemacht. Vielleicht überziehe ich dafür diese Folge ein bisschen. Denkt dran, morgen wird das erste... Ach, das Huhn hat nochmal ein Ei gelegt. Ja, die ganze Zeit liegt hier ein Huhn. Ich wollte es nicht töten, das weiß nicht... Tierrechtsorganisationen haben mir gesagt, ich soll die Hühner in Ruhe lassen hier und deswegen, okay, lasse ich die Hühner in Ruhe. Gut, dann Stein. Wir werden. Hier sind die Sachen, was rauskommt. Genau so. Das werde ich jetzt mit Sand nochmal füllen. Die Bereiche. Und machen wir es wieder. Hier bleibt er stehen. Heißt also. Na, ich hoffe es mal, es klappt. So, einmal hier. Oder einmal da.
So. Das reicht wahrscheinlich aus, wenn ich die Mitte öffne. Gut, das führt schon mal schön dazu. Und jetzt können wir den Bereich öffnen. Und glücklich darüber sein. Das anscheinend... Hier haben wir stilles Wasser, das stört mich. Das wollte ich nicht, dass hier stilles Wasser ist. Probier doch mal hier rüber. Genau, jetzt führt das alles hier lang. Und es geht, wie man sieht, hier fallen die Gegenstände. Die fließen direkt in die Mitte lang. Das ist cool, das ist echt cool. Gut, damit klappt die Falle auch. Ich werde dann noch später das Sand durch Stein ersetzen und das alles. Ein bisschen Glas und so. Aber es scheint alles zu funktionieren. Hier, das Wasser läuft zwar hier nochmal lang, aber das wird dann hier lang getrieben nach einer Zeit. Also ich zeige euch mal kurz. Ich werfe hier was lang. Das wird hier lang getrieben. Und die geht hier runter. Held bleibt in der Mitte. Und alles, was hier ist, wird anschließend hier reingeführt. Sogar das Huhn wird hier reingeführt. Gut, damit haben wir die Falle so weit in Schacht gezogen, dass wirklich die Monster hierdurch ertränken. Hier oben bekommst du mal anderen Schaden und ja, alles wird durch diese Mitte langgezogen, wie dieses Huhn jetzt gerade eben. Okay, dann wünsche ich euch soweit noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!